Menschenkinder in Beziehung. Nicht mehr hätte sich Martin von Tours, der heilige Martin, wohl gewünscht, als dass wir einander wahrnehmen, achten und gern haben. Menschenkinder in Beziehung lautet der aussagekräftige Übertitel des Jahresprogrammes im Kindergarten Rohrmoos, der die Bedeutung des diesjährigen Laternenfestes einmal mehr unterstrich. Freue mich, dass ich euch heute zu unserem Laternenfest der Herzen begrüßen darf. Schön, dass so viele gekommen sind, schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, dass wir den Abend gemeinsam verbringen. Herzensbildung, so lautet das gesamte Jahresthema des Kindergarten Rohrmoos, das das hochqualifizierte Team der Kindergartenpädagoginnen gemeinsam mit ihren Kindern erarbeitet. Die Kinder haben es wirklich schön, wir haben einen ganz großen Garten. Wir haben ein großes Haus mit zwei Gruppen, da sind die Kinder von 1,5 bis 6. Und wir sind 4 Pädagoginnen, die die Kinder mit ganzem Herzen betreuen. Das Jahresthema ist heuer unsere Herzensbildung, weil man einfach durch die schnelllebige Welt immer wieder vergisst, wie wichtig das herzliche und achtsame Miteinander ist. Und das ist für uns heuer oberste Priorität. Es waren wunderschön bunte Herzlaternen, die den Umzug und die anschließenden Vorführungen der Kindergartenkinder erhellten. Nicht nur das Licht, sondern auch die Herzlichkeit und die liebevolle Aufbereitung eines sozial so bedeutsamen Themas machten das Laternenfest in Rohrmoos so besonders schön. Eltern und Kinder genossen ein wunderbar stimmungsvolles Laternenfest. Vom Basteln bis zum Singen waren alle stolz und begeistert. Es war voll cool und hat mir voll getaugt. Ich habe ganz allein die Laterne bastelt und es war voll toll. Vizebürgermeisterin Elisabeth Grammel freute sich über die herzliche Atmosphäre und die gegenseitige Achtsamkeit, die bei diesem Laternenfest für Erwachsene und Kinder in schönem Miteinander spürbar war. Es ist so wunderschön, wenn ich jetzt die ganzen Feste von den Kindern mit den Laternenfesten begleiten darf und anschauen darf. Wir geben das und unsere Pädagoginnen aus den Kindergärten geben das den Kindern mit und heute sehen wir in Rohrmoos herum, wenn die Kinder da stehen und sagen, ich bin so dankbar für das, was ich habe und ich möchte es auch gern weitergeben an die Nächsten. Was Schönes können wir an unsere Kinder nicht weitergeben und wir Erwachsenen können ganz viel von unseren Kindern lernen. Ich trage mein Licht und führe mich Licht, Rabimmelrabamelrabum. Der Kindergarten Rohrmoos hat mit diesem Laternenfest der Herzen das Jahresthema in allen Bereichen greifbar gemacht. Die Geschichte des heiligen Martin strahlte in seiner ganzen Güte an diesem Abend mit den wunderbar bunten Laternen der Herzen in Rohrmoos hell wie nie.